Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken. Wir haben gestern... Ja. Wir waren gestern auf Mutantenjagd und haben einige Mutantchen ihres Lebens beraubt. Wir gehen mal wieder hier raus. So, wir sind nämlich hier und wollen uns hier mal diese Gegend zu eigen machen, würde ich mal meinen. Da vorne haben wir schon was, was mir sehr gut gefällt. Soll ich lieber wieder mit... Kann das sein, dass irgendwie diese Steine besser aussehen wie sonst? Okay. Also dieser letzte Goliath, das war ja ein kleiner Goliath. Wie komme ich denn hier? So, da muss ich da drüben lang, oder? Okay. So. Ach ja, Miezekatze wieder. Wunderbar. So. Wo ist es denn jetzt? Hier. Oh. Ist. Da ist ja noch mehr. Okay. Wieso kann ich mir denn... Verdammt, jetzt hier geht's mehr rüber hier. Da ist ein Häuschen. Oh! Hi! Ach, wir wollten doch eigentlich diese andere Dings machen, gell? In Zipal. Vielleicht hätte ich mir das doch nicht unbedingt aussuchen sollen, das mit diesen Höhenmetern, weil in meinem jetzigen Zustand dauert das wahrscheinlich etwas länger. Wir können ja eigentlich mal niesen. Entschuldigung. So, unser Hauptziel. Gesamte Karte anzeigen. Wir sollen nach Prenost. Ach genau, wir kamen aus Junon. Deswegen kommen wir da nicht mehr zurück. Aber ich frage mich gerade... Alle Markierungen entfernen. Warum will ich dahin? Aber wir sollen dahin. Nee, wir gehen da jetzt nochmal hin zurück. Aber warum soll ich dahin? Wir sind da hoch. Einmal hättest du ruhig gekonnt noch, Madame. Madame, ich renne nur ein paar Meter. Okay, wir warten erstmal kurz. Die Musik ist schon wieder so komisch. So. Was ist denn jetzt da oben?
Oh, was liegt da? Kann man das mitnehmen? Ach ja. Ich will wissen, wie der Rest von Ethia aussieht. Was du uns wohl noch zeigen wirst? Deswegen bin ich jetzt hier. Hä? Warum ist das denn da die ganze Zeit angekreist? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wir gehen wieder dahin. So, ich habe ja schon gesehen, wo wir jetzt hingehen. Ich würde nämlich da gerne da hoch. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon hinkommen. Hier haben wir ein paar Ziegenböckchen. Hallo. Guten Tag. Hier habe ich ein Blümchen gebracht. Aua. So, Glutkern. Gab es nur noch irgendwas? Doch nicht. Das scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Wir müssen da irgendwie hoch, aber da kommen wir scheinbar nicht hoch. So, das haben wir auch. Was gibt es hier? Hier gibt es eine Flötenblume. Da haben wir schon aufgemacht. Aber da geht es nicht in den Wald, oder? Oh oh. Hallo? So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Gar nicht, so wie ich sehe. Also wir gehen außen rum. Ich erinnere mich, dass mir hier jemand mal in den Rücken fallen wollte. So, um mal hier hochzugehen. Na, so. Kannst du mal bitte da hochgehen? Hallo. Dankeschön. So, kurz Pause machen. Springen. Eins, zwei. Hoppala. Geht die Story erst weiter, wenn ich die Kinder fotografiert? Also wenn ich was für die Kinder fotografiert habe? Warum wird mir das immer angezeigt? Hier waren wir auf jeden Fall schon. Genau, da will ich hin. Hier. Werteerhöhung. Oh. Uiuiui. Ist denn er da drüben hoch?
Wow, hier sieht's verdammt anders aus als in Genun. Wahn ist wie ein Fingerabdruck. So einzigartig wie der Verstand, der ihn hervorbringt, ist auch der Irrsinn. Ihn doch nicht. Ich sehe ihn, aber ich treffe ihn nicht. Hab dich. Ich komme nicht hoch. Sei aber nicht so stark, störrig. Geht doch. Oh, eins, zwei und noch eins. Ja. Kann das sein, dass ich schon mal probiert habe, hier hochzukommen? Oh ja, ich habe das schon mal probiert. Ich erinnere mich. Nee, wird nix. Ray, bleib bei mir. Okay, das können wir schon mal vergessen. Och, was war denn jetzt so? Es ist einfach gerutscht. Gut, wir könnten da unten in das kleine Dörflein gehen. Sehr schön, haben wir die Vegetation hier verändert ein bisschen. Und das Himmelskernchen gehört auch uns. Schauen wir mal, was da unten das für eine Basis ist. Oh, was gibt's hier? Felsengras. Auch immer da. Hallo. Okay. Nee, die haben natürlich nichts fallen lassen. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht so sicher. Was haben wir denn hier? Ligare? Ihr werdet nicht lange in Position sein. Das war's. Was geht denn hier? Oh. Ach ja. Das hat mich irgendwie an Age of Empires erinnert. Konflikte zwischen Gegnern. Wenn verschiedene Arten Feinde aufeinandertreffen, kommt es vor, dass sie anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Es kann eine nützliche Taktik sein, zu warten, bis sie einander vermöbelt haben, bevor du dich einmischst und ihnen den Rest gibst. Jetzt ist doch wohl klar. Irgendetwas sagt mir, dass die einander nicht gefunden sind. Gut, das sollten wir ausnutzen. Yeah.
los. Sehr schön. Wir sammeln erstmal diesen Blutkern. Jetzt. Arctodus. Okay, wir haben den Arctodus kennengelernt. Ich gucke gleich mal ins Notizbuch. Gegner. Bären, die von der Verderbnis stark in Mitleidenschaft gezogen worden sind und die durch die Wildnis von Junon und Visoria streifen. Aus ihren gewaltigen Vorderpranken wachsen spitze Stacheln, mit denen sie ihrer Beute noch gefährlicher werden. Gegner bleiben wie angewurzelt stehen, wenn sie das markerschütternde Brüllen dieser Bestien hören. Interessant, interessant. Ach, ich wollte mal gucken, was eigentlich unser Ziel ist. So, jetzt habe ich es geschnallt. Mal sehen, was haben wir hier? Mutig! Tanta Sila persönlich gab diesen Umhang in Auftrag, bewirkt, dass die Schubmagie aufgeladen wird, wenn Reif einen Angriff abwehrt. Hört sich cool an. Mutig. Ein von Tante Sila entworfener Umhang. Zwar hält er weder Regen noch Schnee ab, dafür schützen die in den Stoff eingewebten Zauber die Trägerin auf dem Schlachtfeld. Als die Burg Prenost der Verderbnis einheimfiel, gingen viele davon aus, dass dieses sagenumwobene Kleidungsstück für immer verloren wäre. Zum Glück war es offenbar in Sicherheit gebracht und verstärkt, auf dass eine würdige Abenteurerin es eines Tages fände. Okay, nee, wir werden es mal nicht anziehen. Wir schauen mal, was wir hier noch so finden. Hier haben wir was. Die Garde gehört jetzt uns. Ich will da hoch zu den Bäumchen, zum Türmchen. Oh, da drüben ist noch viel. Da wächst irgendwas. Hier. Die Feldarbeit. Jetzt würde ich gerne da hoch. Waren wir da schon? Warum willst du unbedingt zurück nach New York? New York. Und weil mir die ganze Nummer hier zu verrückt ist. Das passt alles bei uns in unsere kleine Tasche. Eine Wundertasche. So, sind wir mal von hinten rumgekommen. Und bekommen 4 Nadelsteinchen. Umgebung studieren. Fort Wilkie haben wir da. Da vorne haben wir ein Labyrinth. Jetzt mal hier. Überrannte Festung. Da waren wir schon. Oh, da ist noch was, aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Da unten sind noch einzelne kleine Häuschen. Oh, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Oh, sollen wir erstmal zu dem Türmchen hier gehen? Burak-Gilde. So, wir gehen aber erstmal da hoch. Ich habe Dinge erspäht. 1, 2, lass mich da hoch. Sehr gut.
So, Schieberätsel, ich komme. Ah, das ist so. Jetzt fängt an. Schwer steht da sogar oben in der Ecke. Wir hören nochmal auf. Ja, ich möchte es von vorne versuchen. Muss ja irgendwie um die Ecke gehen. Ha. Nein, Mist, verdammt. Muss ich eigentlich alle benutzen? Neustart, so. Das ist aber doof. Ich glaube, da hat jemand so große Klappe.
Yes, na endlich. Ja, es hat ewig gedauert. Schätze ich. Eine alte... Ja, dankeschön. Dankeschön. Ich wollte nie mal eine alte Münze besitzen. Wir wollen da rüber, gell? Wollten wir da rüber? Aber ich will auch dahin. Da ist so ein Ding. Da will ich auch hin. Will ich auch hin. Wir gehen aber erstmal in die Pause. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.